Herzlich willkommen zum 1.324.005. Mal. So. Pass mal auf, ich habe heute Folgendes vor im Stream. Und zwar habe ich vor. Ich will heute noch Let's Plays aufnehmen für Halloween. Für heute Abend, eventuell noch, wenn ich es hinkriege. Und ansonsten dann die nächsten Tage. Ich habe mir jetzt ein Spiel nochmal geholt von einem Kumpel, der hatte noch einen Key über. Und ein paar andere Spiele aus dem Limbo und Inside. Und noch ein paar Runden Dead by Daylight. Und dafür habe ich jetzt gedacht, ich schmink mich jetzt ein bisschen. Weil ich ein Facecam machen will, nämlich. Und ich schmink jetzt ein bisschen und mache dann quasi so einen Stream. Und will jetzt damit Facecam machen und alles. Und da ich einen Tag damit beschäftigt sein werde, werde ich dann heute, also auch heute Abend, dann noch ein bisschen wegen die Kampfländer-Spiele jetzt unterm Tag machen. Ich werde alles abdecken, dass es ein bisschen dunkler wirkt, und dann heute Nacht oder heute Abend dann noch ein bisschen die unheimlicheren Spiele daran machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schminke mich einfach mal ein bisschen und es zeigt, und dann bin ich halt im Stream noch dabei, weil ich sonst den Rest des Tages keine Zeit habe zu streamen. Und deswegen dachte ich, ich kombiniere das jetzt gleich mal. Das heißt, ich werde jetzt auch keine Stunde streamen. Das war Udo, nicht Except. You laugh at me, look down on me, and walk.
keinen richtigen Pinsel leider. Ich war gerade auf der Suche nach einem Pinsel, aber ich habe leider bloß noch den alten hier. Und nein, es sollte kein Liedstrich in dem Sinne werden. Ich schau mal, ob ich das mit dem Ding vielleicht doch besser hinkriege. Ich bin mit links halt echt überhaupt nicht begabt. Nicht, dass ich begabt wäre. Und nein, es ist kein Kreuz oder so ein Scheiß. Wie Kiss. Kiss hat kein Rot drinnen, Leute. Thank you.
süß. Also ich hätte viele Ausdrücke genutzt, aber süß nicht unbedingt. Ich bin keine Drag Queen. Das ist Halloween-Schminke für meine Halloween-Streams. Nicht putzig. Ich bin eben nicht so gut in Schminken. Hilft nichts. Kann ich leider auch nichts damit ändern.
ich habe was vergessen. Du bist ein guter Gothic-Bachel. Ne, das glaube ich nicht. Ich mag Schminken, ne, das dauert immer so ewig. Ich habe sie nicht gefragt. Dankeschön, Rolf. Kennst du den Film Green Inferno? Nein. So, ich muss jetzt den Nagellack noch austrocknen lassen. Dann muss ich meinen Greenscreen aufstellen. Obwohl. Nee, ich glaube, den Greenscreen lasse ich weg. Haben wir schon Halloween-Deko aufgebaut hinten. Vielleicht mache ich noch die Lampe an.
Oh, da muss ich nochmal nachgehen. Da auch. Der Rest sieht aber gut aus. Das sind nur der Daumen und der linke Mittelfinger. Könnte auch an Halloween ja gegenseitig schminken. Mal schauen. Was stellst du da? Ich stelle überhaupt nichts da. Das ist einfach nur wegen Schminke. Es ist kein verdammtes Kreuz. Es ist ein Auge. Keltisches Symbol. Eigentlich nordisches Symbol, aber ist ja auch egal. Ich habe keinen Mittag gegessen, ich habe nur gefrühstückt. Und das war lediglich Marmelade und Nutella-Brot. You're okay, you're okay, Jani. And you're okay, you're okay, you're okay, Jani. And you're okay, you're okay, you're okay, Jani. Hatte heute Spaghetti, Pasta, sehr lecker. Oh, das glaube ich. Oh, nur wegen aufpassen, dass ich meinen Nagellack und alles jetzt nicht verschmier. So, ich streame jetzt noch 10 Minuten und dann werde ich mich an die Halloween-Spiele machen. An die Let's Plays. Hatte heute. Achso, haben wir schon. Pasta, lieber Drache. Achso, Pesto, Entschuldigung. Pesto, nicht Pasta, Entschuldigung. You're okay, Annie. Das ist immer nervig, das Zeug. Dieser Wunschstoff, Schminke, die ist unfassbar unangenehm, wenn die trocknet. Hast du das Rauchen aufgegeben? Nein, ich habe jetzt keine Zigaretten. Wie das Wetter bei dir? Bei mir ist das Wetter eigentlich ganz in Ordnung im Moment. Mike, danke schön. Oh, ich hab's gar nicht gesehen. Gurken-Hannes hat mir auch 1000 Barren geschenkt. Dankeschön. Sau cool. Ich
habe leider die ganzen Ballern übersehen, entschuldigt. Weil ich kann euch ja eigentlich noch dabei lassen, wenn ich jetzt dann gleich die Vorbereitung noch gemacht, das heißt Fenster, die Vorhänge zumachen. Schon wieder die blöde Katze oder was? Bei mir ist vorhin eine Katze einfach ins Haus gekommen, obwohl ich überhaupt keine Katzen habe. So, gleich mal die Softbox cool, wenn ich schon dabei bin. Ich mag eigentlich mehr Hunde als Katzen, ich habe aber nichts gegen Katzen. Was sagst du denn? Ich habe mir 4 Spiele gezogen dafür. Eins, das ich noch nicht kenne, das werde ich anfangen. Das ist Little Nightmare.
Weil je nachdem, wie lange ich für Little Nightmare brauche, werde ich mir dann entsprechend Ding holen. Werde ich mir dann entsprechend die anderen Spiele anschauen. Das wäre dann Limbo, Inside und Dead by Daylight. Dead by Daylight, wenn nur ein paar Runden immer. Aber so 2, 3, 4 Runden spielen, entweder als Opfer oder als Mörder halt. Und ja. Du siehst traurig aus mit dem geschminkten, heruntergezogenen Lippen. Heruntergezogenen Lippen, das soll Blut sein eigentlich. Ach, Bob TV ist auch, der kann aber leider nicht schreiben, ne? Bob TV, auch eine Frage an dich. Ich habe schon ein paar andere Junior gefragt, ein paar andere Streamer. Darunter Beats Candy, Jackie und Mephisto. Und zwar habe ich vor an Halloween, so am Samstag vor Halloween. Das ist dann der 27. Da will ich ein Halloween Stream Special machen. Und will ich ein paar andere Junior und ein paar andere Streamer und so einladen, dass jeder wenigstens seine unheimlichste Geschichte, die er erlebt hat, oder so erzählen kann und solche Sachen. Hast du auch Lust? Weil Jackie meinte schon, wenn er Zeit hat, hat er Lust. Und Bills Candy hat mir, glaube ich, noch keine Antwort gegeben. Fand die Idee aber geil. Mephisto meinte auch, ich soll ihm nochmal rechtzeitig Bescheid sagen. Deswegen, falls du Lust hast, als es das schon abkaut. Na egal, dann halt nicht, schade. Ja, Bob hat es wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt, der ist schon im Livestream. Der war wahrscheinlich nur hier, weil er gestartet hat und automatisch bei mir gelandet ist und dann hat er seinen eigenen Stream gestartet. Dann hat er nichts mehr mitgekriegt. Aber ist nicht so schlimm, ich frage ihn anders mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Streamst du auf Twitch? Nein, ich streame nicht auf Twitch, ich streame auf Juno. Wobei ich eigentlich einen Livestream von Limbo machen könnte, als Halloween. Ich überlege mir noch, ob ich noch einen Horror-Stream auf Twitch mache. Das überlege ich mir noch. Gut. Ich würde mich an dieser Stelle jetzt aber mal verabschieden. Leute, es leckt der Stream heute. Weil wenn ja, weiß ich nämlich gerade jetzt warum. Weil ich noch am Runterladen von Dead by Daylight bin. Nee, läuft gut. Na, nee, seht ihr, das ist irgendwie so aufregend, ey. Dead by Daylight läuft nämlich, das zieht runter. Das ist, was ich meine. Jetzt kann ich runterziehen und gleichzeitig streamen. Und manchmal kann ich nicht mehr normal streamen, wenn gar nichts runterlädt. Das begreife ich nicht. Finally
manchmal echt nervig. Ja, das flüssig. Ey, das regt mich auf, wisst ihr? Die ersten Minuten von deinem Stream hat's geleckt. Ja gut, okay, das kann aber an den Startschwierigkeiten liegen, das habe ich öfter mal. Ich habe eigentlich eine 16.000er Leitung, ich kriege aber nur 6.4 und 1.4 rein, beziehungsweise raus. Das regt mich auf. Manchmal läuft es so flüssig wie heute, wenn ihr sagt, es läuft flüssig, und manchmal läuft es gar nicht. Das regt mich auf, ey, ohne Ende. Okay, also kann ich sowieso die nächsten 2 Stunden, 3 Stunden kann ich eh nicht livestreamen auf Twitch, weil ich für einen Livestream auf Twitch von Limbo oder Inside ja mein Steam braucht und Dead by Daylight zieht ja auf Steam runter. Bleib noch ein bisschen bei uns. Nee, ich muss aufnehmen, ey. Du hast ja keine Vorstellungen. Ich werde heute wahrscheinlich die ganze Nacht aufnehmen. Ich will jetzt Little Nightmare aufnehmen. Ich will eigentlich noch Inside aufnehmen und ich will noch Limbo aufnehmen. Und wenn dann alles noch mit zu spät ist, wenn es dann jetzt schon 4 oder 5 Uhr früh ist, dann will ich noch 1-2 Folgen Dead by Daylight aufnehmen. Also habe ich heute viel vor. So. Also Leute, dann bedanke ich mich jetzt. Wir hören uns das Lied noch zu Ende an. Es ist gleich vorbei. Und dann kann es losgehen. So Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Und bis bald und viel Spaß. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht beschäftigt sein. Mal schauen. Oder den ganzen Abend. Es kommt darauf an, wie es heute so Drache. Haut rein und ciao. Läuft. Jetzt ist 15, naja, 16 Uhr gleich. Das kriege ich dann hin, denke ich. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Haut rein und bis zum nächsten Stream. Euer